Wie fühlt sich ein Homepage-Betreiber, dessen aufwendige Veröffentlichung im Internet mit einem Mal unter Beschuss kommt, mit irgendwelchen Warnungen versehen wird oder der plötzlich unter Androhung strafrechtlicher Verfolgung zum Entfernen seiner Veröffentlichung genötigt wird? Immer mehr Betroffenen vermelden eher schlecht bis sehr schlecht. Wir konfrontieren Sie heute mit einem Sturm der Entrüstung gegen die wachsende Internetzensur. Danke, dass Sie wieder mit dabei sind. Gewiss hat kein aufrichtiger Mensch etwas dagegen, wenn etwa kinderpornografische oder pädophile Angebote vom Netz verbannt werden. Wenn jedoch zunehmend auch wichtige Gegenstimmen, zum Beispiel zu Medienlügen, zu gefährlichen Unterlassungen oder Berichterstattungen über betrügerische Kreise und dergleichen, dem Bann der Internetzensur verfallen, dann wird der Aufschrei schon etwas lauter. Sehr laut wurde neulich ein Aufschrei wegen der erschreckenden Zunahme sogenannter weltweiter Sperrungen im Internet. Ein regelrechter Sturm der Empörung ging um die Welt, als das historische Bild und Beweismaterial zum wahren Sachverhalt des Maidan-Terrors, sprich der Entstehung der Ukraine-Krise, weltweit gesperrt wurde. Sie erinnern sich? Klagemauer TV stellte am 1. März 2014 seinen Dokumentarfilm Terroristische Aktionen friedlicher Demonstranten ins Netz. Innerhalb Tagen verbreitete sich dieses historische und unwiderlegbare Filmdokument millionenfach in aller Welt. Zahllose Verdankungen, teils von hohen Politikern, gingen bei unserer Redaktion ein. Dann aber geschah das Unfassbare. Obgleich gesetzlich verankert ist, dass bei gewichtigen historisch-öffentlichen Ereignissen generell keine Bildrechte und so weiter geltend gemacht werden können, wurden zahllose Weiterverbreitungen dieses Films gesperrt. Dies mit dem Vermerk: Weltweit gesperrt oder dieses Video ist aufgrund des Urheberrechtsanspruchs nicht mehr verfügbar. Klagemauer TV informiert Sie an dieser Stelle darüber, dass wir zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Ansprüche auf unser Urheberrecht geltend gemacht haben. Unser Film Terroristische Aktionen friedlicher Demonstranten darf und soll jederzeit von jedermann unentgeltlich heruntergeladen und verbreitet werden. Zu diesem Zweck wurde er eigens erstellt. Dass die Zensurverantwortlichen irgendwelchen diffusen Urheberrechten mehr Gewicht gaben als dem Schicksal ganzer Völker, lässt deren Verantwortungslosigkeit, Inkompetenz und gefährliche Grundgesinnung zumindest vermuten. Die Verbreitung unseres historischen Dokumentar- und Beweisfilmes ist also kurz gesagt sogar dringend erwünscht. Weil das Schicksal ganzer Völker stets Vorrang hat und nicht von irgendwelchen Ton-, Bild- oder sonstigen Urheberrechten abhängig gemacht werden darf, gibt es den 28. und 72. Artikel im Schweizer Bundesgesetz über Schutzrechte in Radio und Fernsehen, kurz RTVG, sowie Paragraph 50 und 48 im deutschen Urhebergesetz. Das Schweizer Gesetz lautet wie folgt: Artikel 28 Berichterstattung über aktuelle Ereignisse. Absatz 1. Soweit es für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse erforderlich ist, dürfen die dabei wahrgenommenen Werke aufgezeichnet, vervielfältigt, vorgeführt, gesendet, verbreitet oder sonst wie wahrnehmbar gemacht werden. Absatz 2. Zum Zweck der Information über aktuelle Fragen dürfen kurze Ausschnitte aus Presseartikeln sowie aus Radio- und Fernsehberichten vervielfältigt, verbreitet, gesendet oder weitergesendet werden. Der Ausschnitt und die Quelle müssen bezeichnet werden. Wird in der Quelle auf die Urheberschaft hingewiesen, so ist dies ebenfalls anzugeben. Zitat Ende. Soweit die schlechte Nachricht. Und hier noch eine etwas bessere. Wir schalten dazu um ins Studio in Wien. Besten Dank, Studio Hannover. Ja, und wo große Schatten fallen, scheint auch ein Licht nicht fern zu sein. Dieser weltweite Sturm der Entrüstung über die Internetzensoren hat nämlich gleich einige Gründungsansagen neuer Bewegungen hervorgerufen. Unter dem Motto „Wir wollen künftig wissen, wer da genau zensuriert“, machen sich derzeit mehrere Vereinigungen dazu auf, die wahren Urheber von Zensuren genauer unter die Lupe zu nehmen. Ihre daraus gewonnenen Resultate sollen dann veröffentlicht werden. Man darf also gespannt sein, was da kommt.
Klagemauer TV hat sich solche neuen Ideen schon mal zu eigen gemacht und bittet um sachdienliche Hinweise über eine sogenannte Jugendschutzorganisation, die aber, so scheint es zumindest, den Jugendschutz nur als Vorwand und Deckmantel benutzt. Denn folgende vier Sendungen, erstens Kriegsschuld vom 31. Dezember 2013, Kriegsführung mittels Pornografie vom 12. September 2013, Wer kontrolliert Hollywood vom 5. Mai 2013 und Die wahren Absichten Hollywoods vom 8. Mai 2013, wurden kürzlich von jugendschutz.net bei unserem Internetprovider als jugendgefährdend angezeigt. Unter Androhung von Strafrechtsverfolgung, wenn KlarTV die Jugend nicht ausreichend vor diesen Sendungen schütze. Wir von Klagemauer TV mussten jugendschutz.net aus folgenden Gründen vorerst einmal als ominöse, zwiespältige Organisation einstufen. Denn wer sich als Jugendschutzorganisation ausgibt und zugleich Anzeige erstattet, wenn in einer sachlichen Nachrichtensendung die Drahtzieher pornografischer Kriegsführung beim Namen genannt werden, der wirkt nicht sonderlich vertrauenserweckend. Hätte jugendschutz.net die Jugend nicht besser geschützt, wenn sie die in unserer Sendung Kriegsführen mittels Pornografie genannten Pornoproduzenten gerichtlich angegangen wären? Pornografische Darstellungen im Internet lediglich als für Jugendliche ungeeignet zu kennzeichnen, schützt die Jugend nachweislich jedenfalls in kleinster Weise. Machen wir uns also auf die Spurensuche. Verbirgt sich da etwa gar etwas Gegenteiliges hinter dieser und ähnlichen Vereinigungen? Wer genau sind deren Hauptverantwortliche? Wir danken für alle diesbezüglich aufklärenden, weiterführenden und sachdienlichen Hinweise. Nachfolgende Personen outen sich im Netz als Verantwortliche von jugendschutz.net. Sind dies tatsächlich die Hauptverantwortlichen? Oder werden sie nur als solche vorgeschoben? Hier die Namensliste der vier Köpfe: Friedemann Schindler, Thomas Günther, Stefan Glaser und Martin Hünemann. Vorweg besten Dank für alle zugestellten Recherchen. Noch einen fundreichen Abend. Bis bald. Berlin vor ein paar Tagen. Die Organisation jugendschutz.net stellt einen Bericht über rechte Aktivitäten im Netz vor. Das Ergebnis ist alarmierend. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der entdeckten Seiten bei Facebook und den anderen Netzwerken mehr als verdreifacht. Junge Internet-User sind für die rechtsextreme Szene heute die wichtigste Zielgruppe. Und insbesondere das Social Web ist heute die ideale Rekrutierungsplattform, beziehungsweise die Rekrutierungsplattform schlechthin. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. Das heißt, es ist Hollywood pur. Und auch das, was derzeit von der Krim berichtet wird, hat mit dem, was ich dort gesehen und wahrgenommen habe, nicht das Geringste zu tun. Ich betone das noch einmal. Nicht das Geringste zu tun. Und wer dann die europäische Medienöffentlichkeit in den Dienst des Gegenteils stellt, nämlich sozusagen irgendwelcher Hollywood-Szenarien, der betreibt gezielt Hetze. Der will etwas anderes. Der will jedenfalls nicht den Frieden auf diesem Kontinent erhalten.
Und das ist aber mein Hauptanliegen. Und ich fordere die österreichische Bundesregierung auf, für den Frieden zu arbeiten und nicht für amerikanische oder Berliner Interessen. Das heißt also, jeder, der nicht in den Mainstream derzeit hineinberichtet, der offensichtlich jenseits des Atlantik vorgegeben wird, wird derzeit bereits diffamiert. Terroristische Aktionen, sogenannt friedlicher Demonstranten. Es ist an der Zeit, die Lügen der Massenmedien aufzudecken und diese ins Bewusstsein der betrogenen Völker zu bringen. Und die Lügen der Massenmedien wiegen schwer. Kiew. Die einseitige Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Demonstranten in der Ukraine sorgt erneut für Zusendungen und Hilferufe an die Medienklagemauer. Kiew. Zuerst ein Blick zurück. Medienschlagzeilen wie "Die Welt darf nicht zuschauen, wie ein Diktator sein Volk abschlachtet" von Bild.de am 20.02.14 oder "Suche nach Janukowitsch wegen Massenmordes" Blick 24.02.14 zementieren Janukowitsch als diktatorischen Massenmörder und dies ins Bewusstsein der westlichen Völker. Wir waren vor Ort und zeigen heute eine exklusive Gegendarstellung der Medienpropaganda mit Live-Aufnahmen aus der Ukraine. Während die Sicherheitskräfte einzig um die Sicherung der Territorien besorgt sind, werden diese von Demonstranten tagelang gewaltsam in die Enge getrieben und massakriert. Die als friedlich propagierten Demonstranten schlagen pausenlos mit Stöcken, Steinen und Stangen auf Sicherheitsbeamte ein, sprühen ihnen Pfefferspray und alle möglichen Chemikalien ins Gesicht. Die sogenannten friedlichen Demonstranten bewerfen die Sicherheitskräfte mit Pflastersteinen und allem, was ihnen gerade so in die Hände kommt. Sie schleudern Molotow-Cocktails und Brandsätze aller Gattung. Spezialeinheiten fangen dabei Feuer. Dennoch verharren diese Sicherheitskräfte in unfassbarer Geduld und defensiver Haltung. Dies offenbart unzweideutig, was ihnen von der Regierung befohlen wurde. Dennoch schreibt Boulevardjournalist Paul Ronsheimer in Bild.de am 20.02.14, Zitat: "Es ist das eingetreten, wovor Vitali Klitschko alle immer wieder gewarnt hatte. Ein Blutbad, angeordnet vom ukrainischen Präsidenten." Folgender Filmausschnitt beweist, dass dies eine reine Medienlüge ist. Diese Bilder besiegeln zudem, welchen Inhalt die hoheitlichen Order waren, denen die Sicherheitskräfte Folge leisteten. Beachten Sie gerade diesen Moment, wo dieser Polizist einen terroristischen Demonstranten nur schon am Arm anfassen möchte. Auf der Stelle wird er von seinem Polizeikollegen am eigenen Arm gepackt und zurück in die defensiv geschlossene Linie der Sicherheitskräfte gezogen. Ein unverfälschbarer Beweis also, welche Order tatsächlich von Regierungschef Janukowitsch ausgegeben war. Wie auch endlos andere Live-Aufnahmen beweisen, richteten vorab allein terroristische Demonstranten ein tagelanges Blutbad an und die Sicherheitskräfte ertrugen die Attacken in geradezu göttlicher Geduld und Durchstehvermögen. Nach etlichen Versuchen gelang es hier, den Terroristen einen Polizisten aus der geschlossenen Linie zu zerren. Diesem rauben sie die Uniform und Schutzbekleidung, verprügeln ihn gewaltsam. Was, so fragt man sich, haben dieser Polizist und all seine Dienstkameraden verbrochen, um derart von Demonstranten gemartert zu werden? Ist nicht auch dieser Geprügelte ein Sohn irgendeiner Mutter oder gar selber ein Vater von Kindern? Ein Mann, der wie jeder andere mit seiner Tätigkeit und dem Broterwerb seiner Familie besorgt ist? Doch die Medien lügen unbeirrt weiter, und dies im Verbund. Spiegel Online berichtete, dass die USA von der Entscheidung der ukrainischen Behörden angewidert sei, mit Spezialeinheiten, Bulldozern und Schlagstöcken gegen friedliche Demonstranten vorzugehen. Nachfolgende Bilder aber strafen Spiegel Online der skrupellosen Verleumdung.
Sehen Sie selbst, wer hier wen mit Bulldozern überrumpelt. Während die Spezialeinheiten getreu das Territorium der protestierenden Masse zu begrenzen versuchen, werden sie selber mit einem Bulldozer aufs Übelste attackiert, mit Pflastersteinen beworfen, mit Brandsätzen bombardiert. Friedensapostel Obama predigt indessen, Washington erwarte, dass die ukrainische Regierung Zurückhaltung übt und nicht mit Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgeht. Fein gesagt, Herr Präsident. Doch stellt sich hier nicht vielmehr folgende Frage. Würde Herr Obama sich selber und die USA auch tagelang von sogenannt friedlichen Demonstranten mit Feuer bespeien und massakrieren lassen, ohne dem terroristischen Treiben Einhalt zu gebieten? Sind nicht nachweislich Sie die Letzten, die sich so etwas bieten lassen würden? Augenzeugen berichten nun aber auch, dass ausgerechnet die USA dieses terroristische Treiben in der Ukraine bislang orchestriert und finanziert haben soll. Nach Angaben der Vereinigung der Offiziere, der Sicherheitsbeamten und Spezialeinheiten der Ukraine fließt ständig Geld zu oppositionellen Gruppen der Regierung. Seit Beginn der Unruhen am Maidan werde jedem Leiter des aktiven Widerstands eine Vergütung in Aussicht gestellt. 200 US-Dollar pro Tag für jeden aktiven Kämpfer sollen es sein und zusätzlich noch 500 US-Dollar, wenn die Gruppe mehr als 10 Menschen beträgt. Die Koordinatoren sollen bis 2000 Dollar pro Tag für Protestaktionen erhalten, mit der Bedingung, dass die untergeordnete Gruppe direkt Angriffe auf Sicherheitskräfte und Staatsorgane unternimmt. Augenzeugen sagen weiter aus, dass die Gelder über diplomatische Kanäle in die Botschaft der USA in Kiew fließen. Von dort zu den zentralen Büros der Nichtregierungsorganisationen Svoboda und Vaterland. Hier spricht man von 2 Millionen Dollar pro Woche. Zeugen berichten weiter. Wissen Sie, wie wir die nennen? Wilde Typen. Glauben Sie, die machen das umsonst? Nein, die machen das für Geld. Und was glauben Sie, wer die bezahlt? Die USA bezahlen sie. Diese Leute, die gehen zum Maidan, als ob sie zur Arbeit gehen würden. Die kommen aus allen möglichen Städten hierher. Ich weiß, dass die Demonstranten am Tag 25 Dollar bekommen. Mein 18-jähriger Sohn, der ist am Anfang immer hingegangen und er wurde dafür bezahlt. Aber es war niemals richtig friedlich. Victoria Nuland, Stellvertreterin des US-Außenministers, bezeugte, dass die USA 5 Milliarden Dollar für die Demokratisierung der Ukraine ausgegeben habe. Für was wurde dieses Geld ausgegeben? Es scheint immer mehr, dass ein beträchtlicher Teil der genannten Summe in die Destabilisierung der Ukraine floss. Ist für die USA der Begriff Destabilisierung gar ein Synonym für Demokratie? Hier zeigt sich auch die Nachrichtenagentur Reuters im Kreis der ganz großen Lügner. Die Bundesregierung habe sich besorgt über das gewaltsame Vorgehen der ukrainischen Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten geäußert. Was in aller Welt verstehen solche Nachrichtenagenturen bloß unter friedlichen Demonstranten? Nachdem die Ukrainer Sicherheitskräfte sich nachweisbar tagelang defensiv immer mehr prügeln ließen und dies mittels Stöcken, Steinen, Kugeln, ja gar mit Feuer bewerfen ließen, berichtet schließlich die Berliner Zeitung, Zitat, am Samstagmorgen hatte die Polizei eine Demonstration auf dem Unabhängigkeitsplatz gewaltsam aufgelöst. Genau auf diesen Moment scheint die Mainstream-Presse ganz offenkundig nur gewartet zu haben. Erst ab diesem Zeitpunkt richten sie ihre Kameras gezielt auf die Polizisten. Dass diese allerdings aus reinster Notwehr heraus handeln, unterschlagen die Hauptmedien einmal mehr mutwillig wieder jedes bessere Wissen. Zeit Online berichtet am 20. Februar von der Entrüstung der USA über Schüsse auf Demonstranten von ukrainischen Sicherheitskräften. Wer beschießt hier aber wen? Es ist offenkundig. Bewaffnete Oppositionelle fühlen sich hier gerade wie Helden in einem Gewaltgame. Die Munition wird gemächlich nachgeladen und aus dem Hinterhalt geschossen.
sind sich diese noch annähernd bewusst, dass sie hier kein Spiel mehr betreiben, sondern reale Menschenleben zerstören? Ist ihnen die Fähigkeit, die Auswirkungen ihres Handelns nüchtern einschätzen zu können, abhanden gekommen? Vielleicht gerade durch Games und realitätsnahe Gewaltspiele? Solches prophezeiten zumindest schon manche besorgten Denker. Defensive Polizisten werden über Stunden hinweg beschossen. Hier prallt gerade eine Pistolenkugel am Schutzschild eines Polizisten ab, während die Polizisten minimale Mittel einsetzen, um den Terroristen Einhalt zu gebieten. Was ja eh nichts anderes als deren Staatspflicht ist. Sehr verehrte Zuschauer, diese erschreckend kontroverse Berichterstattung ist an Verdrehung nicht mehr zu überbieten. Denn all diese Ereignisse haben die Medien vor Ort über Tage hinweg beobachtet und wieder besseres Wissen gezielt vor der Weltöffentlichkeit verschwiegen. Man mag sich über alles Mögliche im Unklaren sein, ob nun die Politik der Ukrainer stimmt oder nicht, ob die alte oder neue Regierung die bessere ist. Eines bei all dem jedoch ist nicht unklar, eines schält sich in aller Deutlichkeit heraus, und das ist, dass die Medien im gesamten Verbunde lügen. Es ist nicht wahr, was sie berichten. Es handelt sich um einen Komplott der Medien, um eine Verschwörungstatsache, und das ist keine Verschwörungstheorie. Beteiligt durch gleiches Verhalten zeigen sie hier unter vielen anderen Spiegel.de, Tagesspiegel.de, Reuters, Tagesschau, SRF, 20 Minuten, Berliner Zeitung, Welt.de, Stern.de, Finanzen.net, Bundesregierung.de und so weiter. Warum unterschlagen die Medien der Öffentlichkeit nachweislich solch schwerwiegende Informationen? Warum überhaupt propagieren sie all solch verleumderische Inhalte? Solch gezielte Verdrehungen von Sachverhalten müssen als kriegstreiberisches Verbrechen eingestuft werden, dem Einhalt geboten werden muss. Hier ist die Staatsanwaltschaft wieder einmal gefragt. Wird sie handeln? Wird sie endlich handeln? Wenn Sicherheitskräfte nach langem Ausharren Maßnahmen treffen oder aus Notwehr handeln und dies den Völkern als diktatorischer Massenmord propagiert wird, muss dies als schwerwiegendes Verbrechen an der ukrainischen Regierung und der Weltgemeinschaft geahndet werden. Deshalb bitte ich euch als Journalisten, ihr müsst den Menschen die Wahrheit zeigen und keine falschen Geschichten fabrizieren. Betreibt keine falschen Geschichten, bringt die Wahrheit. Alle Ukrainer müssen sich jetzt vereinen, um den Staat zu retten. Sehr verehrte Zuschauer, bei diesen Fakten handelt es sich somit nachweislich nicht um eine Verschwörungstheorie, sondern um eine reale Verschwörung. Bleiben Sie angesichts dieser Sachverhalte nicht tatenlos und verhelfen Sie dieser eingereichten Klage zu Gehör, indem Sie diese Sendung weiter verbreiten. Jede Mitwirkung zählt, jede Passivität verhilft diesen Kriegstreibern an die Macht. Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Wir freuen uns, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen, verloren und verschüttet gegangene Fakten mit uns gemeinsam neu auf den Punkt zu bringen. Ein Sprichwort sagt, dass Wahrheit frei macht. Allein die Tatsache, dass Fragen rund um die Schuld des Ersten und des Zweiten Weltkrieges je länger je mehr an den Ketten der Siegergeschichtsschreibung rütteln, zeigt, dass da wohl etwas noch nicht ganz auf dem Punkt ist. Unmöglich, denkt man, kann man 70 Jahre nach all diesen verwirrenden Ereignissen plötzlich Licht ins finstere Durcheinander bringen? Doch warum eigentlich nicht? Wir haben in dieser Sendung auf viele weit erhellerende Zitate verzichtet, weil die angegebenen Quellen systematisch aus dem Internet entfernt wurden. Nach sehr großem Rechercheaufwand erlauben wir uns nun aber, diese hier wiederzugeben. Es sind Gegenstimmen, welche der Geschichte einen ganz anderen Lauf geben. Little Heart in der Picture Post, London vom 3. September 1949. Für die Zwecke des Nürnberger Prozesses genügte die Unterstellung, dass der Krieg mit allen seinen Folgen auf Hitlers Aggression zurückzuführen sei. Aber diese Erklärung ist zu oberflächlich. Sie entspricht auch nicht den Tatsachen, denn Hitler wollte alles andere als einen Weltkrieg. Nach Kriegsende sind die wesentlichen deutschen Archive in unsere Hände geraten
und wir können uns ein präzises Bild von dem außerordentlichen Grade der Kriegsfurcht in den führenden deutschen Kreisen machen. Die plötzliche Kehrtwendung Englands im März 1939 machte den Krieg unvermeidlich. William Chamberlain und urteilt in Amerikas zweiter Kreuzzug. Auch nach genauester Prüfung der erbeuteten Archive gibt es keinen Tatsachenbeweis, dass Hitler irgendeinen Plan für eine Offensive gegen die westliche Halbkugel vorbereitet hätte. Ein passendes Zitat dazu. Drei Dinge können nicht lange verborgen werden. Die Sonne, der Mond und die Wahrheit. Joachim von Ribbentrop vor dem Völkerbund am 19. März 1936. Der deutsche Reichskanzler hat der Welt eine ganze Reihe von Friedensangeboten gemacht. Man hat nicht ein einziges davon aufgegriffen. Das Angebot zur absoluten Abrüstung, es wurde abgelehnt. Das Angebot eines allgemeinen gleichen 200.000 Mann Heeres, es wurde abgelehnt. Das Angebot eines 300.000 Mann Heeres, es wurde abgelehnt. Das Angebot eines Luftpaktes, es wurde abgelehnt. Das Angebot zu einer großzügigen Befriedung Europas in seiner Rede vom 21. Mai 1935, es wurde einfach übergangen, ausgenommen jener Vorschlag, der dann später dem deutsch-englischen Flottenvertrag zugrunde gelegt wurde. Wieder und wieder hat der deutsche Reichskanzler seine Angebote zur Erhaltung des Friedens unterbreitet. Andrei Tscherkasow, russischer Kriegshistoriker in der Pravda am 6.11.2002. Lange vor dem 2. Juni 1941 bereitete sich Stalin auf einen Angriffskrieg gegen Deutschland vor. Emil Ludwig Cohn, 1938. Denn obwohl Hitler vielleicht im letzten Augenblick den Krieg vermeiden will, der ihn verschlingen kann, wird er dennoch zum Krieg genötigt werden. Ritz Smigel, Generalinspekteur der polnischen Armee im Sommer 1939. Polen will den Krieg mit Deutschland und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wollte. Hier ein Zitat, welches dem dritten US-Präsidenten Thomas Jefferson zugeschrieben wird. Wir haben keine Angst, der Wahrheit zu folgen, wohin auch immer sie uns führen kann. Adolf Hitler nach Beendigung des Frankreich-Feldzuges in einem Gespräch mit seinem Architekten Professor Hermann Giesler. Ich will Frieden und ich werde alles daran setzen, um den Frieden zu schließen. Noch ist es nicht zu spät. Dabei werde ich bis an die Grenze des Möglichen gehen, soweit es die Opfer und Würde der deutschen Nation zulassen. Ich weiß mir Besseres als Krieg, allein wenn ich an den Verlust des deutschen Blutes denke. Es fallen ja immer die Besten, die Tapfersten und Opferbereitesten, deren Aufgabe es wäre, die Nation zu verkörpern, zu führen. Ich habe es nicht nötig, mir durch Krieg einen Namen zu machen wie Churchill. Ich will mir einen Namen machen als Ordner des deutschen Volkes. Seine Einheit und seinen Lebensraum will ich sichern, den nationalen Sozialismus durchsetzen, die Umwelt gestalten. Winston Churchill zu Lord Robert Boothby. Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte. Der britische Generalmajor J.F.C. Fuller schrieb 1950, »Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt. Anlass war der Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen.« Die Wurzeln des Krieges waren Neid, Gier, Angst. Von Henry Kissinger, ehemaliger amerikanischer Außenminister, stand in der Welt am Sonntag im Jahre 1994 folgende Aussage. Präsident Clintons Gedanke von den Führungspartnern USA und Deutschland war nicht gerade sehr weise. Tatsächlich treibt dieser Gedanke alle auf die Barrikaden. Denn letztlich wurden zwei Weltkriege geführt, um eben das, eine dominierende Rolle Deutschlands zu verhindern. Ein spanisches Sprichwort sagt, Wahrheit und Öl kommen immer an die Oberfläche. Ein weiteres Zitat von Rosebery, britischer Premierminister 1895.
Die Störung des Verhältnisses zwischen Deutschland und England ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland England auf wirtschaftlichem Gebiete überflügelt. In einem Artikel der britischen Zeitung Sunday Correspondent im Jahre 1989 zum 50. Jahrestag des Zweiten Weltkrieges: Wir müssen jetzt ehrlich über die deutsche Frage sein, so unbequem sie auch für die Deutschen, für unsere internationalen Partner und uns selber sein mag. Die Frage bleibt in der Essenz die gleiche. Nicht, wie wir es verhindern, dass deutsche Panzer über die Oder oder Marne rollen, sondern wie Europa mit einem Volk fertig wird, dessen Zahl, Talent und Effizienz es zu unserer regionalen Supermacht werden lässt. Wir sind 1939 nicht in den Krieg eingetreten, um Deutschland vor Hitler oder die Juden vor Auschwitz oder den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir eine deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren konnten. Dr. Bruno Bandulet über das Buch Der Krieg, der viele Väter hatte. Kaum jemand weiß, dass Deutschland bis heute vertraglich gebunden ist, sich an die Geschichtsversion der Siegermächte zu halten. Die Verpflichtung Deutschlands, die eigene Geschichte durch die fremde Brille zu sehen, wurde 1990 vertraglich verlängert. Ein weiteres spanisches Sprichwort sagt: Wer Frieden will, muss bereit sein, sich zur geschichtlichen Wahrheit zu bekennen. Der Daily Express schrieb am 24. März 1933: Das israelitische Volk der ganzen Erde erklärt Deutschland wirtschaftlich und finanziell den Krieg. Schon im November 1936 sagte Churchill zu US-General Wood: Deutschland wird zu stark und wir müssen es zerschlagen. Er sagte das auch 1937 dem deutschen Botschafter in London zu Joachim von Ribbentrop frei ins Gesicht: Wenn Deutschland zu stark wird, wird es zerschlagen. Der polnische General Sonskowski erklärte am 31. August 1943 anlässlich des 4. Jahrestages des polnischen Kriegseintritts vor alliierten Pressevertretern: Der Entschluss Polens vom 30. August 1939, der dem Befehl zur allgemeinen Mobilmachung zugrunde lag, kennzeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte Europas. Hitler wurde dadurch vor die Notwendigkeit gestellt, Krieg zu führen zu einem Zeitpunkt, da er weitere unblutige Siege zu erringen hoffte. Der britische Generalmajor J.F.C. Fuller wird aus seinem Buch Der Zweite Weltkrieg zitiert: 1919, in ihren Friedensverträgen, haben die Sieger des Ersten Weltkrieges den Wind gesät und so sicher, wie die Nacht dem Tag folgt, im Zweiten Weltkrieg den Sturm geerntet. Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen und erfüllt von Neid, Furcht und Habgier, haben sie ihre bösen Taten wiederholt und haben zum zweiten Male den Besiegten Ungerechtigkeiten auferlegt. Also haben sie wiederum Wind gesät und werden wiederum Sturm ernten. Böses erzeugt Böses, und wenn ihr blind seid wie Simson, wenn ihr die Säulen des Hauses eurer Feinde niederreißt, dann werden seine Trümmer euch erschlagen. Den Schlusspunkt setzen wir mit der Aussage von Heinrich von Brentano, damaliger CDU-Politiker: Die Deutschen sollten die Wahrheit auch dann ertragen lernen, wenn sie für sie günstig ist. Geschätzte Damen und Herren, Zeit heilt zwar viele Wunden, doch die Wahrheitsfindung für unsere Geschichtsbücher verjährt nicht. Nehmen wir unsere Pflicht und Schuldigkeit gegenüber den nächsten Generationen wahr. Wir bedanken uns für Ihr Dranbleiben, denn die Wahrheit findet den Platz, der ihr gebührt. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984.
Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.